Am 28. Juli hat das beliebte Kinder-Open Air Etziken zum 11. Mal stattfinden. Auch dieses Jahr war es wieder gut besucht von zahlreichen strahlenden Kindern und Eltern. Herzlich willkommen zu der 11. Ausgabe des Etziken Kinder-Open Air. Bei super Wetter sind wir auch dieses Jahr wieder für euch dabei und zeigen euch, was es hier für die Kleinen und auch für die Grossen zu erleben gibt. Wie gefällt es dir hier? Gut. Ja, gut. Super. Gut. Warum gefällt es dir so gut? Weil so coole Sachen hier sind. Dieses Jahr findet nach langer Zeit endlich die 11. Ausgabe vom Kinder-Open-Air Etziken statt. Wie fühlt ihr euch? Ja, sehr, sehr gut. Also, wir sind wirklich angenehm überrascht, wie viele Leute das heute gekommen sind. Und wir sehen, dass wirklich auch die Leute die Freude haben, an die Open-Air zu kommen. Und wir haben uns auch sehr gefreut darauf. Nach dieser Pause von 2 Jahren ist für uns auch wieder Zeit geworden. Und ja, immer so ein bisschen rumschauen mit den vielen Kindern und so, merkt man erst, wie man sie eigentlich wirklich vermisst hat. Gefällt es euch hier am Kinder-Open-Air Etziken? Also ich finde es cool, für das wir das erste Mal dabei sind. Super, super, das erste Mal dabei. Die Tochter, die 3-jährig ist und ja, macht Spass. Mir gefällt es sehr gut, es ist wunderschönes Wetter und ganz tolle Sachen. Und wir mussten gar nicht gross anstehen, wir sind gerade reingekommen, wir sind eben erst jetzt gekommen. Und ich freue mich sehr drauf, auf diesen Tag. Ja, tipptopp, es ist gut organisiert. Es hat für jedes Alter hat irgendetwas, Spiele, Getränke, Glassen, Hüpfburgen. Mit fetzigen Liedern zum Mitsingen und Tanzen hat der Uli Schmetzer und die Kinderlandband den Nachmittag eröffnet. Was bietet das Maskottchen Sumsi dieses Jahr für Besucher vom Raiffeisen Kinder-Open Air? Man kann dieses Jahr mit dem Sumsi föteln, hier bei unserem Stand, bei Raiffeisen, und kann die Föteln ausdrucken und mit Heine aus andenken. Das ist natürlich unser Event des Jahres, sozusagen, das wir sponsern. Und es ist für uns immer eine riesige Freude, hier zu sein und zusammen mit den Kindern hier das zu genießen und die Ballons und Giveaways und Föteln zu machen. Das fängt ja. Wie sieht das Rahmenprogramm des diesjährigen Kinder-Open Air aus? Was ist neu? Neu ist in dem Sinn nichts. Wir haben aufs Bewährte gesetzt. Das heisst, wir haben die 5 oder 6 Hüpfburgen, die Trauenbahn. Und was natürlich bei diesem heissen, schönen Wetter super war, sind die Bädchen, die wir aufgestellt haben. Sie konnten baden. Und was immer noch sehr beliebt ist, ist Schminken. Sie stehen auch jetzt noch an. Und ja, von dem her haben wir vom Rahmenprogramm her sind wir so gefahren, wie wir es in den letzten Jahren gut bewährt haben, gewusst, dass es funktioniert. Und was denkt ihr, wo zieht jetzt hier King am meisten hin? Ja, sicher zur Musik. Und wenn es nicht Musik ist, dann sicher die Hüpfburgen. Konzerte sind sicher etwas, was uns anzieht, uns beide. Und auch die Hüpfburg ist natürlich auch etwas, was anlockt. Ja, es ist schon die Attraktion mehr von außen, Hüpfburgen, da jetzt die Rutschbahn und so. Bis jetzt mehr da, aber nachher dann auch schon rein, wenn Papagallo kommt. Bereits zum 4. Mal ist die Band Papagallo und Gollo beim Kinder-Open-Air auftreten und hat so richtig Stimmung gemacht. Hinter dem Kinder-Open-Air Etziken steht eine gute Organisation und das OK ist über die Jahre gewachsen. Das OK haben wir verjüngt und da sind wir mega stolz. Wir haben 3 Nachwuchs
Leute aus Etzigen gewinnen können, also junge Frauen, die uns jetzt sehr unterstützt haben und die Arbeit hervorragend gemacht haben, sodass wir wissen, es geht weiter.